Die Ära Blatter bei der FIFA ist zu Ende. Etwas überraschend gab der Schweizer gestern Abend seinen Rücktritt bekannt. Nun haben sich bereits die Sponsoren um Coca-Cola, Visa und Co. zu Wort gemeldet und allesamt begrüßen diesen Schritt. Ob diesen Schritt auch die Aktionäre begrüßen, das wollen wir heute besprechen mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Roland, die Sponsoren atmen bereits jetzt auf. Wie sieht es bei den Aktionären aus? Es gab teilweise heute schon Kursbewegungen. Ist das tatsächlich auf den Blatter-Rücktritt zurückzuführen? Ich würde die Kursbewegung gerade bei den genannten Aktionären, sind eben als Großsponsoren Visa, Coca-Cola, McDonald's, eine Nike, eine Adidas. Das sind ja die Namen, die man immer liest. Aber die Kursbewegung, die wir jetzt gesehen haben, in Amerika gestern Abend, in Europa auch wiederum heute, ich würde sie nicht in unmittelbaren Zusammenhang letztendlich stellen mit dieser Entscheidung. Aber ganz, ganz klar ist natürlich für amerikanische Unternehmen mit Rechtssitz in Amerika, wenn hier das FBI oder Interpol ermittelt, wenn es Haftbefehle gibt, dann ist natürlich für diese Unternehmen schon aus Compliance-Sicht, aus Investor-Relations-Sicht Vorsicht geboten, weil letztendlich darf man natürlich mit solchen Organisationen, wenn es darum geht, nicht unbedingt neue Verträge schließen. Man will vor allem auch nicht mit ihnen in Verbindung gebracht werden und insofern ein Neuanfang, neue Köpfe würde sozusagen das Geschäft nicht weiter belasten, würde das Geschäft nicht stören, wäre vielleicht sogar imagefördernd und insofern ist diese Reaktion eindeutig verständlich und man weiß natürlich nicht, hinter den Kulissen, wie die genannten Unternehmen auch zum Sturz beigetragen haben. Ja, zum Sturz beigetragen haben. Unter anderem könnten auch die WM-Vergabe nach Katar in den Fokus der Ermittlungsbehörden geraten. Doch es gibt auch gute Nachrichten aus der Region, zumindest aus Anlegersicht. Die Börse in Saudi-Arabien will sich weiter öffnen. Ja, der sogenannte Tadawul-Index, das ist der Index in Saudi-Arabien. Es ist der größte Aktienmarkt in der Region überhaupt. Circa 50% der gesamten Kapitalisierung in der Region entfällt auf diesen Index. Und der Index, er soll geöffnet werden. Und das ist natürlich für die gesamte Region letztendlich ein sehr, sehr positives Zeichen. Weil egal, welche Aktienmärkte man nimmt, ob man den Markt in Dubai neben annimmt, ob man einen Markt in Oman nimmt, zum einen sehr, sehr kleine Märkte, zum anderen natürlich für Privatanleger noch überhaupt nicht zu erreichen. Und letztendlich in dieser Region, es ist natürlich höchst spannend, vor allem wenn man an Saudi-Arabien denkt, hier gibt es Unternehmen wie das größte Erdölunternehmen der Erde, SAIC, und da gibt es die eine oder andere Anlagechance natürlich schon, aber auf der anderen Seite, es sind natürlich auch enorme politische Risiken, die wir hier sehen, Stichwort ISIS, Stichwort die Probleme mit Iran und Co. Aber letztendlich, es ist ein Zeichen, in dieser Region scheint sich auch eine Öffnung zu tun, man ist bereit für Auslandsgelder. Bleiben wir direkt nochmal in der Region. Du hast ein paar Dinge schon angesprochen. Die Börse in Dubai ist immer wieder im Fokus. Wir haben andererseits auch den Iran. Hier steht möglicherweise ein Ende der Sanktionen bevor. Ist die Region tatsächlich interessant auch für Privatanleger oder stehen dann doch die Risiken eher im Vordergrund? Wie gesagt, das sollten schon sehr, sehr erfahrene Privatanleger sein. Momentan ist es eh noch geschlossen. Die einzige Möglichkeit, hier dann letztendlich zu investieren, ist natürlich über Fonds, über ETFs. Aber ganz, ganz klar, wir haben ja gesehen, mit diesen Auseinandersetzungen, die unten spielen, ist es natürlich von hohem Risiko. Letztendlich geht es darum, Infrastruktur, es geht um Rohstoffe. Sie stehen momentan sowieso nicht so sehr in der Gunst, aber ich meine, es elektrisiert insgesamt. Es ist unbedingt ein riesiger Markt, das Bevölkerungswachstum, ob in Saudi-Arabien, ob im Iran. Es ist enorm. Es ist eine enorme Bevölkerung und es ist auch enorme Kaufkraft da. Und das elektrisiert natürlich letztendlich jedes andere Unternehmen. Wenn es hier mit einiger politischer Sicherheit investieren kann, dann ergeben sich da mit Sicherheit die eine oder andere Chancen auf den Märkten, die hier im Westen bereits längst gesättigt und verteilt sind. Der Blick auf die Auslandsmärkte mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön.